Moin, meins, willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch. Diesmal mit Deathbound. Einem Souls-like-Spiel, möchte ich sagen. Das ist zumindest so die erste Impression, die ich habe. Von Bildern und Texten, so was, die ich gesehen und gelesen habe. Auch wenn sie damit werben, so von wegen, oh, schon wieder ein neues Souls-like-Spiel. Nein, es ist ein Deathbound-Spiel. So nach dem Motto. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe mir nur, wie gesagt, ein paar Bilder hier angeguckt, hier und da ein paar Trailer reingeklickt und so weiter. Was nun genau abläuft und wie es abläuft, who knows? Wir werden es gleich sehen, ne? Habe mir schon mal meinen Xbox-Controller rangeholt hier. Das sollte damit ja spielbar sein. Dann testen wir es gleich mal. Aber erstmal die Frage der Folge, die lustigerweise lautet: Dark Souls und Co., ja oder nein? Sind so Souls-like-Games denn etwas für euch? Habt ihr da Bock drauf? Schockt euch das an? Spielt ihr gerne Souls-like-Spiele, ne? Ich sag mal, ich muss mal irgendwie, habe ich mir letztens mal gedacht, so, ah, du musst doch mal mit Dark Souls anfangen, irgendwie so, ne? Also einfach mal ganz entspannt, so ein bisschen Dark Souls spielen. Und, wir reisen so beginnen. Meine erste wirkliche Berührung war ja eigentlich schon, also, ja, schon mit Dark Souls auf der Xbox damals halt, ne, aber das ist schon lange her, so irgendwie, und danach war dann erstmal Sense, was das angeht, so, und bin dann eigentlich mit Elden Ring erst so richtig reingekommen in dieses Genre. Und Elden Ring hat mir richtig gut gefallen, gefällt mir richtig gut, so wird ein Schuh draus, gefällt mir richtig gut. Da werde ich auch nochmal weitermachen, wir haben da ja ein Let's Play auf unserem YouTube-Kanal laufen hier, streamen wir halt quasi von der PS4 rüber. Und ja, es macht Spaß, es macht super Spaß. Ich weiß, dass die anderen Souls-Spiele, Dark Souls und sowas halt, ne, denn doch ein bisschen härter sind auch als Elden Ring jetzt. Aber, das soll mich nicht aufhalten, sag ich mal, ne. Ich denke, Souls-like-Spiele haben schon ihre Berechtigkeit. Es ist cool, dass es sie gibt. Sie machen auch Spaß. Sie sind fordernd, alles gut und sowas. Sind jetzt nicht unbedingt meine Favoriten, was Spiele-Genres angeht. Aber doch, also ich würde schon sagen, ja, es ist okay, dass es sie gibt, es macht Spaß, ne, sie zu zocken, wenn man es dann meistert. Die haben oft diesen ha, geschafft, ne, Erfolgs, ne, Hype so und sowas da. Das macht schon Laune, ne? Also sie sind auf jeden Fall, ich würde mich auf der Ja-Seite eintragen, ne. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, ne, Souls-like und so weiter halt, ne, haut mal unten rein. Und ich werde dann mal hier jetzt drauf drücken, so, mal gucken. Okay, und F3. Und da sind wir. So, wir machen New Game. Und nehmen einen Empty Save. Da ist die Belegung. Was haben wir? Typ A, Typ B. Keine Ahnung. Wir finden das schon raus. Trial Forge Studio. Death, Lady of Men, Lady of the true faith and of the true path of those who breathe, hear my clamor. Give us thine blessing. Give us thine righteousness. Give us thine peace at the end of our journey. Only thine word is true. Only thine church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, give us thine protection today, that we might make thee an offer of 1,000 infidels cut down by our swords. Postpone today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Back!
Okay, da wird nicht großartig rumgescherzt. Okay, jetzt kriegen wir es mal direkt in die Fresse, weil ich keine Ahnung habe, was ich tue. Aber gut, so sei es dann. Ja, wir können morphen und so weiter. Schauen wir mal. Ja, thank you for playing the Deathbound Demo. Ist eine Pre-Alpha übrigens. Das steht da unten ja auch, ne? Hier auch nochmal, ne? Ist Pre-Alpha. Ja, Locations, Gegner, Bosse, Schwierigkeitsgrad, etc. Das wird sich natürlich alles entsprechend noch ändern. Was haben wir noch? Ja, es, Bugs, ne? Gibt es höchstwahrscheinlich. Schlecht optimiert, vermutlich auch an manchen Stellen. Bitte, bitte Feedback und so weiter geben. Discord. Ja, okay, gut. Da sind wir. Eben sahen wir cool aus. Nein, keine Ahnung, ob wir das wahrnehmen. Aha. Okay. Verstehe. Wir haben uns jetzt gemorpht, würde ich sagen. Warte mal. Ah. Olivia Heinz. Okay, gut. Und das ist Anna Lepus. Das ist, okay, gut. Testen das erstmal alles so. Ja, gut. Ah. Oh, haben wir Munition? Schau mal nicht. Okay. Das normal schlagen ist so, naja. Gut. Ja. Ich vermute mal, wir sind jetzt ja im Gegnerlager irgendwie. Schätze ich, denke ich. Sind das der Gegner? Testen ist das auch mal. Dafür sind wir ja hier. Morphing! Go, go, Power Rangers! Sorry. Along the way. Achso, ah, guck mal an. Wir können neue Charaktere, also wir können die Essenz von anderen Leuten aufnehmen und uns dann in sie hin, also, ne, entsprechend hinmorphen. Ah, und jede Variante, also 4 Stück können wir scheinbar immer aktiv haben, so auf den Schnelltasten da. Jede Variante hat ihre eigenen Lebenspunkte und so weiter. Wenn eine stirbt, dann sterben sie alle. Und Y nehmen wir den gerade an mit der meisten Ausdauer und so. Oh, das ist cool. Das ist cool. Moment. Ich muss aber noch einmal kurz, nicht wundern, ich muss aber kurz raustappen. So. Muss einmal kurz was ausrichten. Ich glaube, das ist cool. So. Okay. Okay, da sind wir wieder. Ups. Also ganz gut aus jetzt. Ne? Sagen wir kurz die Kamera nochmal einstellen hier für OBS. Ist sie jetzt kaputt? Ja. Das machen wir. Okay, und da hinten ist unsere. Ah, guck mal, da unten ist unsere Ausdauer. Und wenn sie rot ist, dann geht gar nichts mehr, ne? Ne. Okay, verstehe. Da vorne ist ja irgendwie so ein Gegner, ne? Wir können ja mal. Lass mich nachdenken. Wo ist denn der Tank? War das so der, ne? Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, dann testen wir das mal an dem da, ne? Das sind mehrere, ne? Mal gucken. Okay. Der zweite. Oh, shit. Ausdauer vergessen. Ah! Warte, umseppen. Während des Kampfes. Okay, das ist cool. Das ist nice, ja. Haben wir den getestet? Was kann sie denn eigentlich? Magier? Oh, können wir gedrückt halten? Nee, okay, gut. Oh, wow, 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 holy moly. Aha. Okay. Aha, das ist ein. Sorry.
Okay, besonders mächtig. Ja, das hat Aua gemeint. Das war doof. Was hat er denn hier? Achso. Das ist dann. Ne, warte. Wo ist der Ritter? Da. Ach, guck mal, jetzt brennt das bei allen gerade, ne? Ach so. Ja, cool. Können wir also auch noch nice Kombinationen machen, was das angeht, ne? Bisschen? So, mit dem einen die Waffe verzaubern, dann umschalten, mit dem anderen ordentlich zuhauen. Na gut, die scheinen jetzt sonst ein Brennfeuer. Natürlich Brennfeuer, aber tut's Aua? Oh, die Ausdauer bei dem, ne? Die muss man echt im Auge behalten. Hessen Stamina. In Deathbound Stamina Bauer Laptop und Helfer. Achso. Achso. Ah, ja, ja, das. Also das Grüne ist. Ja, ja, klar. Also. Ja, okay, wir verlieren also theoretisch erst Lebenspunkte, sag ich mal, wenn die Ausdauer ganz weg ist und so, ne? Also sollten wir da. Ja, okay, verstehe. Schon aufpassen. Das ist ja nicht völlig verausgaben. Okay, was ist hier los? Wer will Ärger? Ja, das ist. Level up. Okay, also wir können aufleveln und das kriegt dann jeder. Jede Form, die wir halt haben. Ja, gut, wenn wir sterben, bleiben da die Seelen etc. da liegen und sowas kennt man ja, ne? Genau. Und ich glaube, gleichzeitig spawnen die Gegner, ne? Wieder neu. Können wir denn Level up machen? Auf grüner. Was? Erstmal verstehen, was das hier ist. Was ist denn hier überhaupt? Das ist Hitze irgendwie? Keine Ahnung. Das ist Olivia Skills? Was ist das hier? Olivia? Warte mal, und das hier ist Adrenalin, Anna Skill, okay. Dann ist das. Ah, das ist der. Und hier oben, also ich würde sagen, weil wenn, genau, ich würde sagen, da oben, 1, 2, 3, 4. Vier andere gibt es hier halt noch. Okay. Was kostet denn das eigentlich jetzt so? Also das ist schon geupgradet, oder? Wollen wir es nochmal machen? Oh ja. Aha. Ja, Level up canceln bitte. Okay. Erstmal klarkommen, was das hier alles ist. Was haben wir noch? Achso, guck mal, da oben wird auch nochmal angezeigt, wer wo ist halt, ne? Ja. Okay, verstehe. Na gut, der Ritter macht mir ja gerade sehr viel Spaß hier halt, ne? So. Was ist denn, wenn ich das jetzt nehme? So, dann gehen da. Achso, da unten sind die Level-Up-Kosten, ne? Ich glaube, das können wir irgendwie immer pushen, ne? Die können wir wirklich immer hoch treiben. Mal einen kleinen dazu nehmen. Aber es ist immer, aber dreimal jeweils, ne? Können wir noch was Kleines nehmen? Nee. Achso, was kostet das jetzt? 2600. Und wir haben nur 1000 um und bei. Na ja, gut, verstehe. Nee. Confirm. Das ist. Ja. Okay. Upgrade Items. Da haben wir nix. Oh. Essenzen? Ah. Aber da können wir noch nicht viel machen, ne? Ne. Also wir haben auch nichts dafür, ne? Ne. Essenzen verbinden. Okay. Ach so. Aha. Da kann man die nochmal miteinander verbinden, kombinieren. Ach so, verstehe. Ja, ja, dann werden die gegenseitig ihre Werte besser untereinander. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Lass mal nachgucken, sind die denn. Warte, wo war denn das jetzt? Lass mich den Weg finden hier. Da. Sind die denn jetzt wieder da? War das hier?
Ja, ne? Backstab. Backstab. Okay. Ah. Wir sollen hier hingehen. Nur mal kurz gucken. So. Okay. Dann versuchen wir das mal. Mal gucken, ob das klappt. Ob ich das hinkriege. Oh. Das hat nicht so ganz geklappt jetzt, ne? Ah, shit. Also, Pfeile wieder eingesammelt. Ja gut, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Aber auch runter. Hm? Oh, nein, 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 nein. Oh, shit. Können wir runterfallen? Ja, können wir auch. Okay. Was war hier? Was? Ah, das ist eine Tür. Warte, was war da eben? Nichts. Okay, gut. Inventar, okay, gut. Was ist denn das? Achso, Lebenspunkte, ja. Einmal so. Würde ich sagen. So. Okay, gut. Da oben ist das, naja. X plus LB. Da wollen wir drauf kommen. X plus LB. Nee, das war falsch. Nee. Ist das X und LB? Oh. Das ist aber ein Fehler. Moment. Nee. Hä? Drück ich die falsch. Shit. Oh, die Ausdauer, die Ausdauer, die Ausdauer. Umswitchen. Tot? Ja. Ah, da können wir eigentlich loggen? Moment. Ja, geht. Das war cool. So, warte, locken. Okay. Boah. Boah, Moment, Moment. Whoa. Warte, 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 warte. Das war cool. Aber leider war es die falsche Attacke. Das war diese. Aber das ist falsche Attacke. Aber in dem Moment. Moment, 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 Moment. Ich muss das nochmal schnell mit dem Heilen. X plus LB. Ah. Und jetzt drücke ich X. Ist das keine Heilung? Warte mal. Oh, das ist gar keine Heilung. Haha. Shit, ist das Heilung? Ja. Ah, Jesus Christus. Naja, gut, die Ausdauer. Ja, das war jetzt für. Moment. So, und dann. Nee. So, und dann so. So war richtig. Aber es verlieren die anderen Lebenspunkte, oder? Hm, nee. Glaube ich nur so aus. Ja, man muss sich da halt reintüfteln erstmal, ne? So, ja. Ein bisschen verkackt eben. Okay, das stoppt Blut, auch cool. Da kommen wir nicht durch.
Okay, ist lauter Stuff, der hier rumliegt. Was haben wir hier noch? Ein bisschen was davon noch. Gut. Das hätte richtig gut aussehen können eben, ne? Ah. Mal gucken, nochmal irgendwie einen unschuldigen Feind finden hier. Hier hoch. Unschuldiger Feind, also. Equipment. Okay, gut. Was ist denn das? Ein Ring. Ein Ring. Ach guck mal, es gibt doch Tutorial da oben, naja. Naja. Gut. Was macht denn der überhaupt? Morph's Drive. Packen den mal hier hin. So. Beziehungsweise hat den nicht sowieso jeder jetzt? Ich glaube ja, ne? Einmal ummorphen. Achso. Aha. Der sieht so ein... Bah, verdammt nochmal. Taste gedrückt hier. Oh, so ein Käse. Der sieht so ein bisschen aus wie aus einem Wasteland Warriors Film oder so. Irgendwas habe ich eben schon wieder benutzt, was ich nicht benutzen wollte. Lebensraub. Wenn du die Damage. Ja, ja. Achso, okay, gut. Alles gut, klar. Ist hier ein Gegner? Da. Haha! Oh, scheiße, wir sind raus. Oh nein! Oh, warte, können wir eine andere Form annehmen? Nee. Du Mistkerl. Warte mal, so. Ja. Ach, na gut. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Sind wir noch so ein bisschen vergiftet oder so, ne? Oh, was ist hier los? Absorb. I am Theron of House Kiomen, and I shall be known as Crusader of Death. Oh. Okay. Das Blocken und so, naja, okay. Aha, Schildschlag. Gut. Ich meine, das sieht ja alles schon sehr cool aus hier, ne? Oder, oder? Oh. Der Tod will uns nicht. Ah. Okay, gut. Das war... Nicht ganz so richtig jetzt, ne? Oh, da werden wir hin wiederbelebt, ne? Ach so. Unsere XP ist da hinten, ja, ganz klar. Ja, gut, okay, das war ja logisch, ne? Verdammt.
So, warte. Nochmal. Tasten checken. So. Moment einmal. Wir müssen einmal kurz Einstellungen checken hier. So. Und so ist es, glaube ich, ganz gut. Okay. Oh. Wir haben ihn eingeloggt. Oh, ja. So, wir haben ihn ja jetzt eingeloggt. Cool, das funktioniert jetzt, ne? Ich glaube nämlich nicht. Oh. Na gut, egal. Das fange ich noch nicht so raus mit dem. Damit. Hier runter. Wahrscheinlich sind die Sachen jetzt auch alle eingesammelt, die hier waren, ne? Schätze ich. Glaube ich, denke ich schon, ne? Ah! Das wollte ich nämlich gerade austesten. Moment. Oh! Oh! Dann müssen wir es an dem anderen ausprobieren. Hier, wo ist er denn da? Einmal einloggen ist wahrscheinlich besser. Oh, Mist. Ah. Wow. Cool. Oh, wir sind fast tot, ne? Ja, okay, er kriegt denn was dazu und die anderen verlieren was. Ja, also doch so, ja. Ja, auf jeden Fall sehr... Achso, halt. Ist ja gar nicht lang, ne? Ich will nochmal den Crusader... Achso, halt die Treppe hier, leider, ne? Ja. Nochmal den... Nochmal den Crusader haben. Dann hier hoch. Oh, nicht da runterfallen. Hier war nix. Huch. Hä? Also. Haha, das war auch cool. Können wir den erschießen, wenn hier ist? Können wir. Nachladen. Das ist natürlich der Haken. So, aber neues. Jetzt absorb. I am Theron of House Guillaumin, and I shall be known as Crusader of Death. Okay, diesmal kriegen wir es hin. Wo müssen wir denn hin? Scheinbar nicht. Ach doch. Ach so, nee, das waren unsere Essenzen von vorhin, naja. Also dann wurde doch eher hier lang. Oh. My apologies, young lord, but your father made it very clear. You are to finish your lesson. Now, continue. The four first earthly high priests, may our lady have them in her honor, were Saint Samanthea Hippocrate, Saint Manmin Ome, Saint... Go on. Saint Louis... Also. My
My apologies, young lord, but your father made it very clear. I was to be a lord, with a title and a fief, with vassals beneath me and a liege above. Hm. Also schon, was Besseres in Anführungsstrichen. There's nothing to fear, my lord. It is not the first time that I caught young Theron here in the chapel at this hour. You have a very pious son. Theron, come. Come, I command. Only our lady commands. Hmm. Okay. But Goddess Death had other plans for me. Begin. Oh, den falschen Gaun. Oh. Das geht auch. Okay, gut. Oh. Können wir sie auch nach hinten schlagen, ne? War hier noch einer? Ja? Ne. Ah. Okay. Ja. Versucht er was? Naja, denn. Oh, jetzt hänge ich hier selber fest. Nein! Oh, pff, Glück gehabt. The Deathly High Priestess has summoned all the faithful. Stand aside, Father. These are my men, Theron. I am the Lord. Our Goddess Death is the true lady above all lords, sire. It is the duty of all believers. I gave you no leave to speak. You are my father and my liege, but to threaten a holy servant of the Church is heresy and treason. Haben sie etwas verrannt in unserem Kirchenwahn? Do not belong to us, nor to any worldly power. I made mine an instrument of death. And in the end, Goddess Death will call my essence back to her. Oh. Do you accept death? Son. My son, please. Please. Do you accept death? With all my essence. Hm. Ist es der Ausbilder? Ich glaube ja, ne? Do you accept death? You insolent brat! You bastard son of a whore! Traitor! Traitor! Huh. Okay. Achso. Auch das benutzen hier? Ah! I look forward to my death. Okay, gut, ja. D
Das war ziemlich krass. Activate. Activate. Natürlich können wir uns jetzt noch skillen oder so, aber ein bisschen was ausprobieren, ne? Oh, Mist. Zensiert. Das ist cool. Auf jeden Fall ist das cool. Haha! Was bockt. Okay, gut. Mal gucken, was ist denn hier noch so los? Nee? Die da? Sind das keine Feinde da? Nee? Nee. Sir Guillaumin, we were told you had fallen in battle. I need to find the Essence Mancers. Yes, sire. That's all we've been doing since we arrived. Please forgive my brother-in-arms, Commander. We are weary from the battle. They have been spotted heading to an ancient fortress from the First Men. But those Essence Mancers heretics have sealed the path that leads to it. Lord Pavel took almost every soldier with him. They are now trying to breach into the fortress. Meanwhile, we're left here to be slaughtered like lambs by these monsters. Brother, you'd do well to shut your bloody mouth. I apologize, Commander. Oh. Huh, das ist ja... Okay, also wenn wir in Charakter sind, dann ist er... ziemlich... Also lässt sich das nicht, also... Oh, der Punishment. That is enough. Both of you, report to the nearest encampment for punishment. Oh, to hell with this. I didn't watch my brothers die for nothing. Oh. Holy smoke. Okay, gut. Cool. Also hat man auch noch Möglichkeiten zu sagen, ja, nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Also das ist nice. Achso, das ist Blutungsschaden, ne, den wir jetzt haben. Moment. Da, können wir das nicht auch so benutzen irgendwie? Nee. So. Und dann X und... Nee. Ich krieg das nicht hin, ne? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Also das, da habe ich schon immer ein Problem mit gehabt, irgendwie. Er schaltet ja auch nicht um. Ah, komisch. Es muss irgendwie besser funktionieren. Ich weiß noch nicht genau, wie. Und testen wir jetzt mal ein bisschen hier. Ein bisschen Zauberkram. Oh. Oh, noch ein Ring. Anlegen, alles gut. Wir sind totally in Sync hier. Ist hier irgendwo noch mal ein Gegner? Ja, bestimmt hier irgendwo. Ja, genau, da zeigt er jetzt gerade das. Achso. Achso, okay. Wir können diesen Wechsel im Kampf und sowas nur machen, wenn, also, wenn unsere Sync-Bar unten voll ist. Sie muss nicht ganz voll sein, so wie jetzt, aber, ne? Und mit Y, genau, da switchen wir ja direkt zu dem mit dem meisten Stamina und sowas, was auch nicht schlecht ist. Mal gucken. Ach du Scheiße. Oh, falsche Taste!
Shit! Ich sollte nicht einloggen, glaube ich. Oh Mann, das war's. Okay, also manchmal ist eingeloggt sein doch nicht so cool. Muss mal nachdenken. Wo spawnen wir denn jetzt wieder? Ich glaube, bevor wir die beiden Typen da... Ne? War das so? Ich glaube, ja. Oh, da war noch... Ja, shit, da war noch ein Gegner hinter uns, ne? Oh, vor uns auch. Oh. Okay, also... Shit. Sie ist denn... Ja, also für den Instant-Nahkampf ist sie, glaube ich, nicht so die richtige, ne? Klappt, läuft. Na gut, dann wechseln wir nochmal. So, jetzt aber. Oh Mist. Umschalten. Oh, falsch. Nee. Halt, halt. Hast du auch gesammelt? Nein, nach oben. Komm schon. Danke. Mitnehmen ist zwar nicht viel, aber soll's, ne? Ach, vielleicht verplant, dass da ja noch Gegner kommen. Eine Suppe essen? Nö. Na gut, die beiden spawnen nicht wieder neu, ne? Ne. So, jetzt warte mal. Also. So, und dann... Nee. Ich schneide das nicht, wie das... Ich krieg das nicht hin, ne? Oh nein, das ist doch der Falsche jetzt. Oh, verdammt nochmal. Oh. Das ist aber nicht wahr. So. Na gut, probieren wir unser Glück nochmal. Eben, das sollte ja nicht sein, ne? Ne. Da ist er ja. Warte, wie war ausweichen? War das mit... Ne. Wie war denn das noch? B, ne? Ja. Okay. Okay. Oh! Shit! Oh, oh nein! Schalt um! Weg! Oh, Jesus! Boah! Gott damit. Okay, gut. Das hat nicht so ganz geklappt mit dem Deckung nehmen. Wow! Wo kommt der denn jetzt noch her? Verdammt nochmal! Okay, ein Versuch noch. Und der Tod will uns nicht haben. Verdammter Tod. Okay, gut, nochmal. Oh. Deckung? Geht nicht? Doch. Kann nicht sein, dass wir ihn nicht treffen. So. Okay, also der Bosskampf, das ist ein anderer Schnack. Oh, was ist das? Ja,
Na gut, wir haben ja auch noch diese ganzen. Da unten ist auch nicht halt. Da, was ist denn da unten noch? Was ist das denn hier? Achso. Erfahrungssteine. Ja gut, damit können wir natürlich noch so ein bisschen die Skills pushen und so weiter. Dann ist klar. Okay, Zauber werden erhöht. Frostwiderstand. Das ist, ja, alles nicht so ganz das, wo ich jetzt sagen würde, cool. Also es macht Spaß, es bockt. Und klar ist das natürlich auch eine etwas harte Nummer. Oh, also schon wieder. Boah. Die brauchen einfach tierisch lange für die Zauber, ne? Oh. Oh. Wie machen wir denn das mit dem? Da muss es dann noch irgendwie eine Dodge-Möglichkeit geben, ne? Vielleicht machen wir irgendwas falsch, ich weiß es nicht genau. Eng. Nehmen wir auch übelst viel Schaden hier, ne? Und dann machen wir sowas hier. Das war cool. Das war cool. Ich glaube, mit sowas müssen wir dem irgendwie andingsen, ne? Aber. Moment mal. Also, was war blocken? Ne. Das war blocken. Aber das nützt bei dem, glaube ich, nichts, ne? Können es, glaube ich, nicht unbedingt gegen den blocken. Einen Versuch haben wir noch. Nicht hier lang. Na. Schissel. Aber cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Macht Spaß. Ist hart. Aber ich glaube, man wird hier eine ganze Menge cooler Momente haben. Können es auch gar nicht blocken, was er da macht. Nee. Ich glaub nicht. Kamera. Oh, boah, shit. Uns am Arsch. Weg da, weg, 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 weg. Oh, falsche Taste. Komm weg, weg, weg. Da. Finish him. Holy moly, ey, die Kamera. Wieso laufe ich eigentlich so komisch schräge jetzt? Was ist denn jetzt los? Boah. Holy. Holy hell. Oh. Oh.
Gut. Aber umschalten nochmal wieder. Oh, wir sollten ausweichen. Ja, das mit dem... Mit dem Wechsel hin und her, das ist schon eine geile Sache, ne? Was ist das denn hier? Wir lassen das erstmal so. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt in Skillung und Co. vertiefen jetzt hier. Achso, Synergien und so werden erklärt, ne? Achso. Ah, also rote Linien, da unten der unterste und der, also er hier und die Schurken, die verstehen sich nicht so gut. Deswegen ist die Linie da rot. Die, die sich gut verstehen, sind blau. Ne, also die anderen beiden da. Und ich sag mal, jede... Oh, da kann man jetzt eigentlich resten? Rust hier dran machen? Ja, naja. Okay, so, jetzt haben wir gleich wieder voll. Naja. So, und jede, ja, jeder Buff, Debuff, ne? Also, ob nun blau oder rot, alles davon ändert halt, also bringt verschiedene Vor- und Nachteile. Oh, cool, dass die Verwandlung auch die Umgebung kaputt kloppt und so, naja. Ah, ist schon geil. Also, ja, doch. Also, es schockt auf jeden Fall. Es macht Spaß. Oh, shit, ganz vergessen. Oh, ganz vergessen, ist er wieder da. Holy moly. What? Okay, cool. So, warte mal. Wenn ich jetzt so mache, lass uns das mal testen. So. Ja, komm, werf. Okay. Und dann schalte ich um. What? Ja, okay, cool, verstehe. Ja, ist nice. Es gibt denn also solche... So, je nachdem, ja, je nachdem, wie die sich verstehen. Warte mal, wir testen da jetzt an dem anderen Gegner mal. Das würde ich jetzt ja gerne nochmal ausprobieren. Irgendwas? Oben? Ach, die Türen kann man doch öffnen? Shit. Gehen das jetzt an jeder dieser Türen? Naja, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, nein, nein, hoch! Oh! Nein, 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 wir wollen wissen, was das da ist. Sammel es auf. No! You're the best around. Okay. Okay. Dann climbt the ladder. Ladder hier. Arschnase, ey. Oh. Oh. Noch einer. Oder eine? Na gut, dann machen wir das jetzt auch nochmal. Julia. Eine Speerträgerin. Nice. Achso, aber ihre Vergangenheit zu, was auch immer, ist nicht in der Storyline gerade, also im Demo enthalten. So, warte mal. Guck mal da. Okay. So, wie können wir das ändern? Wie können wir das machen? Das ging doch irgendwie, ne? Ja, ich kann uns das nochmal genau angucken. Aber die sind ja alle sich überhaupt nicht... Achso, warte. Dafür müssen wir an den Stein ran, ne? Das war das, genau. Verdammt, wo war jetzt die Leiter? Weil die sind sich ja alle so überhaupt nicht grün, ne? Ach, kommen wir da wieder hoch? War die hier?
Nee, oder? Doch, ne? Ja, oh, shit. Na, theoretisch müssten wir sterben. Ha. Ja, weil die sind sich ja überhaupt nicht grün. Das gibt ja lauter Debuffs jetzt, ne? Wie wir gerade gesehen haben. Egal, wir gucken gleich mal. Also, was haben wir? Nichts. Ah, da. Okay, was ist das? Achso, Schlüssel. Oh, Mist, haben wir jetzt ausgerüstet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Geht nicht. Na gut, wir haben Schlüssel, Schlüsselbund halt jetzt, ne? Oh, warte, was ist da? Ah! Das sind Heildinger! Wie kommen wir jetzt weiter? Wo ist denn hier... Ah! Hier! Okay, das andere war doch nicht leider. Mein Fehler. Glaube ich, ne? Ja, okay. Super, das heißt ja auch, dass wir theoretisch doch nochmal zu diesem Würfelding zurück können. Aber das war da unten jetzt, ne? War das hier irgendwo? Da ist irgendeine Tür. Das finden wir jetzt natürlich nicht mehr, ne? Na klar. Immer das Gleiche. Ach, er lebt auch wieder. Guck mal an. Hinter ihm war das halt, ne? Aber, oh, warte, ihm konnte es trotzdem nochmal. Ah, nee, die sind alle so negativ eingestellt jetzt gerade. Aber wenn er uns umhaut, dann ist auch gut. Testen das nochmal an ihm. Oh, ausweichen. Oh, das war doof, das war doof. Weg! Wow, wow, wow. Too slow. So, machen wir wieder umschalten hier auf ihn. Ausweichen. Ja, das hat er. Das hat nicht funktioniert. Mist, 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 Mist. Oh. Ah, da habe ich Y gedrückt. Deswegen hat er umgezappt. Na komm, komm. Das sind nun. Ja. Ah, tritt er uns. Wow. Okay, jetzt also. Nee, das muss... glaube ich, schon irgendwie passen, ne? Und Game Over. Vielleicht geht's auch gerade nicht, weil wir uns gegenseitig hassen. Aber ich denke, jetzt haben wir so erstmal von genug gesehen von der Demo. Ja, haben ganz gute Eindrücke davon bekommen. Jetzt habe ich eben zu viel rumgekaspert auch. Ne? Ich meine, wir haben ihn ja schon besiegt und da war ja doch relativ leicht. Und ja, man muss halt den Fähigkeiten da ausweichen, die sie zünden und so weiter und so fort. Beziehungsweise checken, wie er halt kämpft, da der Gegner. Also, ne? Aber das ist ja, glaube ich, normal. Was hier halt so ist, also ja, dieser Morph Strike wird das halt sein, was diesen Rums macht. Aber das ist halt gar nicht gut, ne? Die Kombinationen sind gar nicht gut, weil wenn du hier so guckst, ne? Obwohl, ja, plus 15 kritischer Bonus, ja, minus 10 Ausdauer. Und es ist Regeneration von Ausdauer. Ja, es ist nicht so ganz perfekt, ne? Aber ich glaube, hier können wir das... beziehungsweise, was heißt nicht ganz perfekt, aber... so, hier, ne? Okay, wenn wir sie... was? Nein? Wie können wir die denn jetzt bewegen hier eigentlich? Hä? Haben wir überhaupt nichts gemacht. Ich würde die halt gerne bewegen. Ach so.
So, okay. Und von ihm aus? Nee. Von ihr aus? Kriegen wir noch irgendwo was Blaues in ihr noch? Da. Yes. Nahezu perfekt, ne? Guck mal, da. Plus 10 Defense. Plus 20 maximale Lebenspunkte. Heat, Hitze, keine Ahnung. Plus 10 Reichweite. Plus 10 kritischer Bonus. Plus 15 kritischer Bonus. Minus 10 Ausdauer. Ja, okay. Also ja, ja. Also die Roten sind jetzt auch nicht unbedingt schlecht. So, ne, aber das Blaue, ja, bringt halt dann wohl scheinbar doch mehr so. Das Blaue ist so mehr Verteidigung, Lebenspunkte, all solche Sachen. Während Rot halt dann doch mehr auf kritischer Schaden etc. geht. Das ist ein cooles System. Das gefällt mir. Ganz, ganz cool. Da kann man ganz geile Kombination mit machen, würde ich sagen. Und je nachdem, wie die Leute ausgerüstet sind, was für Ausrüstung, ja, also dein Charakter in dem Sinne hat, kannst du natürlich ganz schön reinrumsen damit, ne? Beziehungsweise das deinem Spielstil anpassen. Ja, sehr geiles Ding auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Sache. Werde ich im Auge behalten. Ist ja jetzt, wie gesagt, eine Prä-Alpha-Demo, ne? Also das wird noch eine ganze Ecke dauern, bis es dann letzten Endes wirklich rauskommt. Aber es wird wahrscheinlich dann zwischendurch Updates geben und dies und das und jenes. Ja, mal gucken, ne? Also, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, sagen wir es so halt, ne? Souls-like, wie gesagt, macht mir ja Spaß. Elden Ring, geiles Game und so weiter, ne? Dark Souls ist, wie gesagt, lange her und sowas. Und, ja, den hat mich. Ach, verdammt, ich habe vergessen, wie es heißt. Ein anderes, was auch so ein bisschen so eine ähnliche Thematik hat, wo du halt dieses körperlose Wesen bist und dann einfach verschiedene Hüllen besetzt halt so, ne, die du denn da findest. Haben wir auch ein Let's Play auf dem YouTube-Kanal hier laufen. Ich habe leider gerade nicht mehr im Kopf, wie das heißt. Das ist auch ziemlich cool, gefällt mir auch sehr gut. Müsste ich auch mal weiterspielen wieder. Das ist auch sehr stimmig. Hat einen ähnlichen Mittelalter-Touch wie das hier so irgendwie so ein bisschen. Ah, ich habe vergessen, wie es heißt. Aber es hat mir auch sehr gut gefallen. So wie das hier. Ne, die sind beide hart, auf jeden Fall, aber lassen einfach so ein bisschen Luft halt und sowas. Ne? Und wie gesagt, bei diesem anderen, was mir jetzt gerade nicht einfällt, ist es halt so cool, dass du halt natürlich die Hüllen da hast. Ne? Und auch da, wenn du die Hülle benimmst, dann lernst du erstmal über deren Leben, ne, Bescheid kennen und was für Leute das sind und sowas. Was sie mitbringen an Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ähnlich wie hier halt. Wobei du hier halt mehrere Charaktere in einem hast, die du auch noch untereinander kombinieren kannst und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal ganz geil, dass die auch noch eigene Lebenspunkte haben und so weiter und so fort. Erinnert so ein bisschen an die Turtles Beat'em-Up-Spiele von damals auf dem Game Boy und so weiter, wo du, ne, wo jeder Turtle seine eigenen Lebenspunkte hatte. Auch sehr cool. Kannst natürlich im Notfall dann switchen und sowas. Und auch die Kombination untereinander. Das hast du in dem anderen da natürlich nicht. Ne? Da hast du keine Mega-Kombos, wenn du den wegsitzt und so weiter halt. Ne? Aber ja, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde es im Auge behalten. Wenn es Updates gibt, signifikante irgendwie, wenn irgendwas anderes Cooles passiert oder, ne, bin ich auf jeden Fall denn mit dabei. Und ja, wenn es denn rauskommt, ich weiß es gar nicht, wir können ja mal gucken. Moment, wie komme ich denn eigentlich hier ins, ich bin ja noch im Spiel drin hier, warte mal. Da, System. Okay. Quit Game, Save Game. Yeah. Einmal kurz speichern. So. Jetzt. Ich werde das wohl offscreen noch ein bisschen zocken, immer mal die Demo da so ausprobieren, tun und machen. So ist schon echt geil. Also Deathbound, ne? Was steht denn da? Release Day und so weiter und so fort. Was haben wir denn eigentlich? Lass mal gucken hier. 2024. Ja, gut. Steht noch nichts, ne? Noch kein Preis vor Augen. So direkt jetzt hier halt und auch noch kein, ja, auch noch nichts anderes halt so in dem Sinne, ne? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, gefällt mir, sehr stimmig, die Charaktere haben auch alle so ein gutes Eigenleben und so weiter, da ein bisschen Background und alles, cooles Ding, auf jeden Fall, Deathbound, ne, probiert's aus, die Demo ist halt zum Runterladen, unten verlinkt, ja, könnt ihr lustig ausprobieren das Ganze denn, wie lange, weiß ich jetzt nicht, ist ja aber so eine Sache mit Demos halt, ne? Aber probiert's aus, ladet es euch runter und zockt da mal los. Und mir gefällt's.
Ich werde es im Auge behalten, wie gesagt. Werde es mir dann wahrscheinlich auch kaufen. Denke ich mal, also wenn es rauskommt halt, ne? Also momentan spricht er jetzt noch nichts gegen, weil es halt, ne, mir so ein bisschen diese Luft lässt, auch. Also bisher noch. Und wenn, ich denke, es wird erst krass hart, wenn man denn nachher genug Übung hat und so weiter, ne? Genau, ich glaube, das ist keins dieser Spiele, die dich super übel bestrafen halt, ne? Genau. Ja, stimmig. Ja, und das bringt mich nochmal zur Frage der Folge. Dark Souls, ja oder nein? Also ich, wie gesagt, ordne mich schon auf der Ja-Seite ein. Gehört nicht zu meinem Lieblingsgenre, das halt nicht. Aber wenn ich mal eins finde, was mir gefällt, also richtig gut gefällt, so wie Elden Ring oder jetzt halt auch Deathbound und so weiter, da bin ich halt dann natürlich schon gerne dabei. Also ja, was noch? Ja, wie gesagt, probiert's aus. Und genau, schreibt unten in die Kommentare, ne, wie das so mit euch so aussieht, ne, ob ihr da, ob das sowas ist für euch halt, ne, so ne, allgemein, ne, allgemein so Dark Souls-Spiele und so weiter. Und ja, das und Daumen nach oben, da wäre ganz cool. Abonniert den Kanal, wäre ganz cool. Kriegt ihr Bescheid, wenn wir hier was Neues hochladen und sowas halt, verpasst ihr nichts und so. Und schaut doch auch mal auf www.bloodandbrain.de. Was ist das denn? Auf www.blatten. Moment. Schaut doch mal auf www.blattenbrain.de und totenstadt.com vorbei. Für Infos über unsere eigenen Spiele, Totenstadt, Voodoo Heads, Slash und so weiter, findet ihr alles da. Regelwerk, Beispielkarten, Demo-Videos und so weiter. Und wenn ihr Bock habt, kommt doch auch vorbei auf Twitter, Twitch, Instagram und sowas. Alles zu finden unter Slash Blood and Brain. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich es, ne? Ja. Gute Stunde? Gute Stunde. Danke fürs Reinhauen. Zuschauen. Oh Gott, ich soll davon so reden, ne? Reingehauen, wir schauen. Tschüss.